Bonjour, wer bist denn du? Ich bin die Bärbel. Du kannst mich aber auch nennen Babette. Oh, salut Babette, ich bin François. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Atelier Indigo Art. Ich bin natürlich nicht die Babette, ich bin die Andrea vom Atelier Indigo Art und mit im Video dabei ist der Florian Rigotti vom Kanal Selbstversorger Rigotti. Genau. So heißt es richtig, ja, ne? Genau. Ja. Okay, dich hat es interessiert. Du wolltest mal wissen, wie ich zu den Figuren komme, wie ich das mache. Genau. Das weil wir sind ja quasi Nachbarn, wir wohnen nicht weit voneinander entfernt. Luftlinie ein paar hundert Meter. Genau. Und ich wollte mal zu dir kommen. Andrea hat mich eingeladen, vielen Dank dafür. Ja. Und du kannst mir ein bisschen was erzählen über deine Kunst. Aber was ich noch erzählen wollte, wie wir uns kennengelernt haben, war ja, bei mir ist mal ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Ja. Weißt du noch, was es für einer war? Ein kleiner Singvogel? Das war, glaube ich, sogar ein Dompfaff. Ein Dompfaff. Ja. Der hat einen ziemlich dicken Schnabel. Es war ein Dompfaff, ja. Damit bin ich zu ihr gekommen und dann, weil du peppelst ja auch Vögel wieder hoch und ja, Igel und Krähen und was alles, noch alles. Füchse hatte ich auch schon, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Also du machst nicht nur Kunst, sondern auch Vogelauffangstationen, ja. Tierauffangstationen, Pettelstierhof, wildest du wieder aus, habe ich gesehen. Dazu gibt es ja auch Videos von dir, jede Menge. Das ist auf meinem anderen Kanal, Vogel- und Viehzeug. Ah, hast du das getrennt? Vorher hattest du es, glaube ich, zusammen? Ich habe es vorher zusammen gehabt und habe es jetzt seit einiger Zeit getrennt. Mhm. Ist einfach besser, weil ich will, Kunst ist Kunst. Und Vogel ist Vogel. Und dann bin ich mit dem Vogel zu dir gekommen, der hat es leider nicht überlebt, das hast du gesagt. Ja, das hat mir das Herz geblutet. Das war das ist immer ein bisschen schade. Ja. Aber was mich interessieren wird, du machst ja nicht professionelle Vogelaufzuchtstation, sondern du bist Künstlerin tatsächlich, ja? Ja. Und verdienst damit dein Geld? Ich verdiene mit meinem Geld, ja. Okay, genau. Also hauptberuflich? Hauptberuflich. Und ich habe bei dir die zwei Figuren gesehen und ich wollte mal ein bisschen was über die erfahren, weil ich finde die spitze, ich finde die so nett. Und sie heißen tatsächlich auch Babette und François. Ja, klar. Ja, okay. Wie bist du zu den Figuren gekommen? Ja, bei mir geht es tatsächlich oft so, dass ich jetzt anfange, das sind ja Mischtechnik, sage ich mal, das heißt zwar bei den Bildern oft Mischtechnik, aber hier kann man das auch so nennen. Ich sammle Schwemmholz am Lech, bin da öfters unterwegs und wenn ich das dann habe oder in den Händen habe, dann fällt mir oft ein, was ich da machen kann. Also ich lasse mich von dem Holz inspirieren. Das sind jetzt zwar nur zwei gerade Stücke, aber irgendwie hatte ich dann auf der einen Seite dick und doof im Kopf, tatsächlich so. Ich dachte, nein, das kannst du nicht machen und irgendwie ist dann einfach der Frust an die Babette raus geworden. Okay, das heißt, du findest Schwemmholz und dann geht im Kopf bei dir vielleicht, wie bei mir in der Nacht rum, oh, was mache ich draußen, findest du so deine Ideen? Ja. Ja. Okay. Ich find was ist das für ein Material, also Holz und was hast du hier? Das ist Rakuton. Raku-Ton, das ist ein spezieller Ton, der sehr fest strukturiert ist, sodass man wirklich gut Skulpturen damit aufbauen kann. Ein anderer Ton, der fällt dann öfters, also schneller mal in sich zusammen und der Rakuton, der ist gut zum Skulpturen bauen. Mhm. Kann man sehr hoch erhitzen und der brennt, also dann kann man richtig voll ausbrennen. Sogar. Hast du eine Brennkammer? Leider nicht. Ich mache das bei meiner Mentorin, der Lori Kinzel. Die hat so Brennöfen und da machen wir dann auch den schlussendlich den Rakubrand. Ah, okay. Die hat das so Fass, das wird dann richtig reingefeuert mit einem großen Bunsenbrenner, würde ich mal sagen. Ja. Also richtig großes Teil auf 800 Grad erhitzt. Und da brennst du das dann? Also das gebrannt, ja. Das ist jetzt zum Beispiel nicht reiner Rakubrand, das ist jetzt Schrühbrand nennt sich das, aber mit Rakuton. Mhm. Und die anderen Figuren, in den anderen Videos sieht man das ja öfters auch mal, die sind schon schwärzlich. Das ist dann ein richtiger Rakubrand. Aha. Ja. Warum schwärzlich? Warum werden die schwarz? Die werden in diesen Ofen auf 800 Grad erhitzt, bis es glüht. Also wenn man da mal reinschaut, das glüht richtig. Und dann kommen die direkt raus aus dem Ofen ins Sägemehl. Und in dem Sägemehl, klar, dann brennt es nochmal hoch und das gibt die schwarze Färbung. Nach dem Brand im Sägemehl kommt die Figur ins Wasser und da sieht man dann, ob man gepfuscht hat oder nicht. Wenn man nur was hingepappt hat und nicht verstrichen oder was, dann platzt das nämlich ab. Aber bemalen tust du es am Schluss oder wird das auch schon mitgebrannt? Also in dem Fall nicht. Es gibt für Rakubrand zwar Glasuren, aber das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich wollte es einfach richtig rausbringen. Super. Also ich habe es mit Acrylfarben bemalt. Mhm. In dem Fall, ja. Was mich interessieren würde, du bist professionelle Künstlerin, verdienst also damit auch dein Geld. Das heißt, du verkaufst diese Sachen auch. Ja. Du hast mir hier schon mal hingelegt, so schöne Karten. Da sind die zwei drauf zu sehen. Das heißt, die waren schon mal in der Ausstellung? Die waren tatsächlich letztes Jahr eine Ausstellung. Die Ausstellung hieß nur ein bisschen verrückt. Man hat ja immer so einen Titel für die Ausstellungen. Und zu mir sagen die Leute immer, du bist ja, ein bisschen verrückt. Dann ist es halt so. Ja, und das muss man auch sein als Künstler. Sonst bist du langweilig. Gar nicht. Ja, das bist du nicht. Das gefällt mir so an deiner Kunst. Ich habe ja schon ein paar Sachen bei ihr gesehen. Echt toll, muss ich sagen. Und man sieht einfach, dass du ein bisschen verrückt bist. Ja. Und das ist einfach das Schöne dran. Ja. Weil so ein Mainstream könnte ich machen. Aber ja, was Verrücktes, da muss man schon Künstler für sein. Du, Mainstream, das glaube ich nicht. Mach mal sowas. Das ja, könnte ich nicht. A habe ich, muss man es natürlich lernen und B muss man auch dafür, man muss es machen. Klar, machen muss es, aber das ist Zeit. Ja. Die Zeit. Und das heißt, die stehen auch zum Verkauf dann? Die stehen wie alle meine Kunstwerke so zum Verkauf. Mhm. Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Du hast ja schon einiges auch vorgestellt in deinen YouTube-Videos, habe ich auch schon ein bisschen mit mir angeguckt natürlich. Toll. Und unter anderem diese Figuren, also diese stehen zum Verkauf alle, was du hier hast und was du so zeigst. Oder ist es direkt schon, oder gibt es auch schon Sachen, die verkauft sind, weil manchmal hast du auch Wandmalereien zum Beispiel. Die Wandmalereien sind natürlich verkauft. Das ist die klar, sind an Fremdenhäusern dann, an von dem Auftraggeber. Genau. Okay. Das waren Aufträge und die habe ich eben dahin gepinselt. Ja. Die sind natürlich verkauft. Und ich glaube, zwei meiner Bilder, die in den Videos sind mittlerweile auch verkauft. Gott sei Dank. Mhm. Du musst natürlich davon leben auch. Das ist, und von Kunst zu leben ist nicht einfach. Ja. Ich weiß, man hat es schwer und es wird nicht gewürdigt. Nur der hat es einfach, der wirklich einen Namen hat, Großes, Bekanntes. Das sind natürlich die wenigsten. Das sind die wenigsten, 0,5% oder so. Ja. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht sind es mittlerweile ein bisschen mehr, weil ja doch das mehr in die Gesellschaft geht alles. Aber du hast auch so Aufträge, wie für den Schützenverein zum Beispiel, die Schützenscheibe malen, habe ich gehört. Ja, ne? das kommt auch, ja, die Schützenscheibe mache ich auch so für diese Jubiläen oder sowas, oder die Schriftzüge bemale ich, also diese Königsscheibe, wie es schon heißt, da mache ich halt die Schriftzüge drauf. Ich mache auch Renovierungsarbeiten. Ach was, teilweise. Zum Beispiel? Kommt jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich die Pietà aus der Kapelle, die ist mal geklaut worden. Also abgegangen. Was ist die Pietà? Das ist eine Marienfigur. Holz? Oder? Die leidende Maria ist das. Ja, wir haben sie aus Holz nachgemacht. Die ist wohl früher auch geschnitzt gewesen aus Holz. Und wir haben uns da was ausgedacht, wie man das am besten ersetzen kann. Und die wird dann von mir quasi neu hergestellt. Nicht als Schnitzfigur, aber als Relief und dann natürlich bemalt. Also so natürlich. Mhm. Sehr schön. Also solche Sachen mache ich auch. Ich bin sehr vielseitig, also ich mag das auch. Ja, das wird mir sonst zu langweilig. Finde ich klasse. Nee, total schön. Fand ich super, dass du mich mal eingeladen hast zu dir. Vielen Dank. Ja. Wir sehen uns ab und zu mal. Du kommst mich ja auch mal besuchen. Vielleicht kommst du auch mal zu mir auf ein Video vorbei. Ja, machen wir doch. Ja, klar. Okay. Gut, super. Ich bedanke mich bei dir. Danke fürs Tag. Total gerne. Für den Unterstützung. Gern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.